malerische Klänge. Das Final Fantasy Theme, während wir in der Warteschleife sind. Ja, offensichtlich geht Final Fantasy 14 immer noch gut. Was mich sehr freut. Und ich sag mal, mit einer Wartezeit von 21 können wir sicherlich ganz gut zurande kommen. Hallihallö und herzlich willkommen zurück zum Trollreport, A Tale to be Told, den Goldstücken mit Final Fantasy 14 und, ja, ziemlich eindeutig dem Endgame. Nachdem wir beim letzten Mal uns ja den rundum erneuerten, frisch aus der Muckibude gekommenen Ritatin auf den Gaumen gelegt und anschließend zusammengefaltet und in den Mülleimer geworfen haben, zumindest in-game, dass ich mit der Überarbeitung dieses Spiels halt sehr, sehr zufrieden bin, habe ich ja länglich beim letzten Mal ausgeführt. Ach komm, so. Halt die kleinste Bounty. I don't want it. Yes. So. Genau, wir waren also erfolgreich. Phase 1 von Operation Archon ist erfolgreich eingetütet. Und ja, ohne viel Federlesen. Habankel. Das Outfit, die Dame. Ohne viel Federlesen. Reden wir dann gleich mal mit dem alliierten Kommunikationsoffizier. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht geschafft, seit gestern, seit der letzten Aufnahmesession, mein Inventory bzw. meine Armory Chest leer zu machen. Soll uns jetzt aber erstmal nicht kratzen. Lieber alliierter Kommunikationsoffizier, was geht ab? Sion O'Hara, eure Taten an diesem Tage sind eine Inspiration für uns alle. Mit dem Tod des Präfektus ist die Operation Archon in ihre zweite Phase eingetreten. Noch während wir hier sprechen, hat sich der Maelstrom in Bewegung gesetzt, um eine Blockade zu errichten um Castrum Occidens und Castrum Marinum. Und noch weiter östlich, im Blackshroud, stößt der Order of the Twin Adder gerade auf das Castrum Oriens vor. Schon jetzt habt ihr so viel getan, um unserer Sache zu dienen, und Taten vollbracht, die es wert wären, dass man Lieder darüber schreibt. Aber wenn unser Plan erfolgreich sein soll, dann benötigen wir noch mehr von euch. Lasst mich wissen, wenn eure Vorbereitungen abgeschlossen sind, und dann werde ich euch die genauen Details eurer nächsten Missionen überbringen. Cool. Dann hat man ja schon geguckt beim letzten Mal hier, die, hier, unsere Aeris wird keine Heroin in a Half-Shell. Wir nehmen's Geld. Wie so oft. Ich habe beim Schneiden der ganzen bisherigen Folgen gelernt, dass es eine kluge Idee ist, möglichst einen Bildausschnitt zu wählen, wo möglichst wenig Leute rumzappeln. Dann merkt man nämlich die Katzen nicht so doll. So, das ist doch schön. Na, hier schöne. Lieber Landschaftsbilder als irgendwie komische Menschen, die trainieren. Alright, komm. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. A Hero in Need. Ein Held in Nöten. Oder eine Heldin. Der alliierte Kommunikationsoffizier hat eine Aufgabe, die nur von einem Helden oder einer Heldin der Allianz durchgeführt werden kann. Okay, was gibt's da? Ein Level 49 Waffenkoffer. Sweet. Hau mal raus. Phase 2 der Operation wird zurzeit durchgeführt. Unsere Brüder und Schwestern vom Maelstrom halten sich wacker gegen galianische Kräfte in Vilbrand und der Rotanosee. Es wird gar nicht lang dauern, dann wird die dritte Phase beginnen und ihr müsst ein weiteres Mal ins Feld. Die Immortal Flames werden als ein Ablenkungsmanöver das Castrum Meridianum angreifen. Während wir so die Galianer im Kampf binden, ist es eure Aufgabe, die Festung zu infiltrieren und das Magitech-Feld auszuschalten, das das Prätorium umschließt. Der Brückenkopf für diese Mission liegt in den Schatten von Castrum Meridianum im nördlichen Fenelon und dementsprechend ist das der Ort, wo ihr hingehen müsst. Jedoch, auf eurem Weg dorthin möchte ich euch darum bitten, einen kurzen Zwischenstopp einzulegen in Camp Blue Fog, einem unserer Schlüsselaußenposten in diesem Gebiet. Die Besatzung dort vor Ort, so sagte man mir, ist ziemlich demotiviert und es würde unseren Truppen guttun, wenn die Heldin von Cape Westwind vor ihnen erscheinen würde. Für das Wohl unserer Sache, bitte entfacht das Feuer in ihren Herzen. Das ist gar kein Problem. Wenn sie nett sind, kann ich sogar für sie tanzen. So, das machen wir natürlich wieder auf dem kurzen Dienstweg per Etheroid. A Hero in Need. Map, please. Yes. Ah, sehr schön. Northern Fenelon waren wir tatsächlich auch schon. Hat kurz überlegt, aber... Warte mal, war ich den hier oben auch? Nee. Huhuhu. Ich glaube, das müsste der letzte offizielle Attunement-Kristall sein. Auf das nördliche Fenelon.
So, wie ist hier die Situation, Freundin? Das blaue Zeichen da dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach der Leaf Meat sein. Ist er auch. Yes. Okay. Cracked Fist. Hä? Gesplitterte Faust. Schönen guten Tag. Wir sind hier, um zu inspirieren. Ah, Sergeant O'Hara. Eure Präsenz hier in Camp Blue Fog ist hochgradig willkommen. Rein von der Logistik gesprochen, sind wir bereit, jederzeit sofort Richtung Castro Meridianum zu marschieren. Leider ist es so, dass unsere Truppen zwar körperlich anwesend sind, aber ihre Gedanken sind momentan überall, nur nicht hier. Die Stimmung in der Mannschaft ist düster. So entmutigend ist die Aussicht darauf, bei dem mitzumachen, was vielleicht einer der blutigsten Kämpfe in der Geschichte sein könnte. Aber wenn eine Heldin so wie ihr unter ihnen wandelt, dann könnte es uns vielleicht gelingen, die immer schwächer werdende Glut ihrer Seelen neu zu entfachen. Okay. Tracked Fist, gleich die nächste, komm. Hearts on fire, burning with desire. Sergeant Cracked Fist benötigt eine Heldin, um die Moral am Frontabschnitt zu heben. Na, das kann man wohl tun. Sergeant O'Hara, ich erwähnte ja bereits, dass ich darauf hoffe, dass ihr in der Lage seid, die strauchelnde Moral der Männer und Frauen unserer Besatzung ein wenig aufzupäppeln. Macht euch bitte keine Sorgen, es ist keine unnötig aufwendige Aufgabe, die wir von euch verlangen. Die reine Präsenz einer Heldin so wie euch in ihrer Mitte würde ohne Zweifel dazu führen, in ihnen ein zumindest Mindestmaß an Moral wiederherzustellen. Und darum bitte ich euch um Folgendes. Begebt euch zum Ceruleum Processing Plant und berichtet dort General Roban, sobald ihr angekommen seid. Und gute Reise euch, Sergeant O'Hara. Unsere Truppen zählen auf euch. By the way, der Umstand, dass wir als Sergeant O'Hara angesprochen werden, ist ausschließlich dem Umstand geschuldet, dass wir ja tatsächlich Teil der Immortal Flames sind. Das entspricht unserem aktuellen Rang in dieser Grand Company. Wären wir beispielsweise zum Maelstrom gegangen, dann würde man uns gegebenenfalls nicht so ansprechen. Das gilt übrigens für de facto alle Quests, die irgendwas mit den Grand Companies zu tun haben. Ist irgendwie ganz cool. Ja, im nördlichen Thanalan waren wir ja noch nicht so viel unterwegs. Nur ist doch eher bisschen Einöde hier. Wir haben so die Kernwüste bereits verlassen. Ist so ein bisschen Felsengelumpe. Und ab und zu mal ein korrumpierter Kristall. Thema korrumpierter Kristall. Nicht wirklich korrumpiert, aber immer noch nicht attuned. Ist der Kollege da vorne. Holen wir sofort nach. Vielleicht kriegen wir ja sogar ein Achievement. Yay. Ah, vielleicht auch nicht. Entweder dafür gibt es kein Achievement oder... Nee, schon haben sollten wir es eigentlich nicht. Ich glaube, die Achievements werden in Final Fantasy XIV charakterspezifisch verwaltet und nicht accountspezifisch. Anywho, wer braucht schon Achievements? I don't. General Roban. Na, wenn das mal nicht die Heldin ist, die den Präfektus zu Fall gebracht hat. Es ist gut, dass ihr bei uns seid, Freundin. Wie ihr sehen könnt, ist die Stimmung hier im Camp bestenfalls als düster zu bezeichnen. Ich hatte gehofft, dass eure Präsenz allein vielleicht dazu dienen könnte, die Moral ein wenig zu heben. Unglückseligerweise scheint es, dass viele hier zu beschäftigt damit sind, in Angst und Selbstmitleid zu versinken, als dass sie überhaupt bemerkt hätten, dass ihr bereits eingetroffen seid. Dürfte ich euch bitten, dass ihr einmal die Runde macht und einige Worte der Aufmunterung an jene Frauen und Männer richtet, deren Kampfgeist zu schwinden droht? Ich hatte schon überlegt, ob ich das einfach selbst machen soll, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dem Ganzen noch mehr Gewicht verleihen würde, wenn ihr es tut. Sobald ihr euch um die anderen gekümmert habt, dann geht und macht bitte dasselbe für Edelstein. Ganz egal, was er behaupten mag, dem Lieutenant würde tatsächlich ein wenig Aufmunterung auch gut stehen. Vertraut mir. Ich weiß das. Edelstein, ha? Huh? Ja, warum nicht? Wir kennen Edelstein noch nicht. Ah, da vorne ist er.
Aber wir haben ja die goldene Regel, wir können erstmal alle Leute leiden, bis sie uns einen Grund dafür geben, dass wir sie nicht mehr leiden können. Zack, schnell den Chocobo-Keep freigescheuden. Und dann drehen wir wohl mal die Runde. Private Third Class, oh no! Mir geht's gut, wirklich. Es gibt nichts, worum man sich Sorgen machen muss. Das ist nur ein leichter Anfall von Schlachtfeldnerven. Na, kleiner Buddy. Das ist nicht schlimm. Große Schlacht steht voraus. Da kann man schon mal ein bisschen zappelig werden. Jetzt müssen wir uns mal... jetzt müssen wir ihn psyken. Und um das zu tun, brauchen wir das Emote. Psyk. Alles klar. Ich würde dies gern zu der Hotbar tun. Und zwar packen wir das dann einfach mal hier. Warum nicht? Zack. Oh ja, Mensch, guck mal. Leichter Anfall von Schlachtfeldnerven. Also, Battlefield Nerves, wahrscheinlich so Schlachtlampenfieber? Kriegsangst, keine Ahnung, wie man das übersetzt. Da gibt es doch bestimmt ein Wort für, oder? Warte mal. Ich dachte, da gäbe es einen Begriff für, aber zumindest habe ich den spontan nicht gefunden. Also, Kriegstrauma und so weiter oder Combat Stress Reaction im Englischen trifft es ja nicht wirklich, weil da geht es meistens um die Folgen. Vielleicht haben wir hier auch schon einen kleinen Veteran, der ein paar Schlachten mit dabei war. Aber, Schlachtfeldnervosität. Anywho, müssen wir es ja auch nicht überakademisieren. Let's psych him up. Yeah. Ja, ich verspeise am liebsten Galleaner zum Frühstück. Und gerade im Moment bin ich sehr, sehr hungrig. Das ist richtig. Aber übertreib's nicht, Junge. Und alle schön lebend nach Hause kommen, ne, wa? So, was ist hier das Problem? Third Class haben wir durch. Second Class. Ne? Gefreiter zweiter Klasse. Alles in Ordnung? Ja, Sir. Sofort, Sir. Das ist jetzt hier wiederum die falsche Einstellung. Was ist hier los? Die Galleaner sind nicht näherungsweise so furchteinflößend wie ihr. Da würde ich mich doch lieber nackt, wie ich geboren wurde, mit einer Vanguard anlegen. Furchteinflößend. Ist Aeris furchteinflößend? Nee, ist sie nicht, oder? Wobei, eigentlich wäre es gut, wenn der Feind das auch so sieht, dann ist sie total furchteinflößend. Achtung, Achtung, Aeris kommt. Private First Class. Da sind wir ja wirklich einmal die Reihe durch. Was ist hier los, Kollege? Die oft beschworene Heldin. Ohne jeden Zweifel werdet ihr uns alle ganz im Alleingang retten. Oi, Freundchen. Du darfst ja demotiviert sein, das ist in Ordnung, aber zweifle nicht, Schurke. Sei lieber psyched. Okay. Euer motivierendes Rumgestikulieren hat in mir meinen Sinn für meine Bestimmung wieder erweckt. Ob ich nun ein Held bin oder nicht, ich werde mit Zähnen und Klauen kämpfen, um das Reich zu beschützen. Ja, dann macht das, Boy. Edelstein, was los? Soll ich dir auch mal motivierend im Gesicht rumfuchteln? Ihr wollt also meinen Kampfesmut entfachen, so wie ihr es bei unseren Rekruten gemacht habt? Das ist wirklich nett, aber es ist nicht notwendig. Ich versichere euch, das Feuer in meinem Herzen brennt so hell wie eh und je. Der General hat aber gesagt, du kannst noch mehr Psyk brauchen. Also nimm dies. Byraga. Ohne dass ich es realisiert habe, ist das Feuer meiner Entschlossenheit fast heruntergebrannt. Aber dank euch brennt es jetzt ein weiteres Mal rotglühend. Sollte es notwendig sein, dann werde ich mein Leben geben, um den Sieg für Eorzea zu sichern. Guter Mann, ist besser. Gib mir dein Geld. Denn, die Ohrringe sind, glaube ich, tatsächlich gar nicht... Warte mal. Item Comparison. Ach, nee, Quatsch. Wir haben unsere Level-Ohrringe. Fuck it. Fuck them Trinkets. Wir nehmen das Geld. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Rock the Castrum. Yes. Edelstein möchte dich ausschicken, um die vorletzte Phase von Operation Archon durchzuführen. Da muss er uns nicht lang bitten.
Ihr habt die Flammen der Courage wieder entfacht. Oh, 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 Vorsicht mit der Terminologie hier, Edelstein. Dank einer Fortbildungsmaßnahme in Gdania gehört Courage jetzt inzwischen zu den verbotenen Worten. Todesstrafe, verstehst du? Aber gut, kannst du nicht wissen. Wo waren wir? Ihr habt die Flammen des Mutes wieder entfacht, die in den Herzen unserer tapferen Männer und Frauen brennen. Und dafür bin ich euch dankbar. Und nun ist die Zeit für den Kampf gekommen. Wir müssen voranmarschieren, ohne Sorgen oder Bedauern. General Roban erwartet euch beim Castrum Meridiano. Die Schlacht wird keine einfache werden, aber ich vertraue darauf, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid. Viel Glück, Sergeant O'Hara. Dankeschön, euch auch. Kommt heile wieder nach Hause, Freunde. Quetzalcoatl! Yippie! Ja, man merkt hier in Northern Fenelon, haben wir noch nicht den Du reitest schneller Bonus. Wow. Okay. Ist die größer als die, die wir im Castrum Sentry? Ich glaube, genauso größer. Anywho. Wollen wir uns da nicht verausgaben? Hoplo Markus, Grüzi. Ihr seid alle solche Lappen. Ich breche durch. Oh, und Roban ist offensichtlich auch solo durchgebrochen. Wupp. General? Unsere Heldin kehrt zurück. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass euer Besuch einiges dazu beigetragen hat, die Kampfesmoral unserer Besatzung hier vor Ort ein wenig zu erhöhen, am Vorabend unserer bislang größten Schlacht. Die Zeit ist von essentieller Bedeutung. Lasst uns also sofort mit dem Briefing starten. Okay. Ich mache mal noch einen schnellen Doktor auf, ne? Brüder und Schwestern der Allianz, ich möchte euch gute Neuigkeiten mitteilen. Zweifelsohne angespornt durch die Neuigkeiten von der Belagerung von Castrum Oriens, hat der Maelstrom einen doppelten Schlag geführt. Castrum Occidens und Castrum Marinum sind jetzt vollständig umschlossen. Phase 2 von Operation Archon ist ein Erfolg! Es wird uns berichtet, dass die Galeaner schweren Widerstand geleistet haben, aber dass die Admiralin keinen Fingerbreit vor ihnen zurückgewichen ist. Da Occidens, Marinum und Oriens jetzt vollständig unterdrückt sind, kann die dritte Phase in aller Ernsthaftigkeit beginnen. Während wir noch sprechen, rückt der Order of the Twin Adder vor, um die Schienen zu blockieren, die von dort zum Castrum Sentry führen. Und das kann nur eine Sache bedeuten. Die Stunde ist gekommen, um mitten hinein ins Herz der galeanischen Invasionsstreitkräfte zu stechen. Castrum Meridianum, die Höhle des Schwarzen Wolfes. Meine lieben Eorzeaner, ich bin Minfilia, die Herrin der Science of the Seventh Dawn. Es gibt unzählige Barrieren, die uns voneinander trennen. Solche von Rasse und Nation, Sprache und Treueschwur, um nur einige zu nennen. Solche Barrieren dienen nur dazu, uns von unseren Nachbarn zu trennen. Allerdings dienen sie auch dazu, zu definieren, wer wir sind. Würde man sie uns nehmen, dann gäbe es nur sehr, sehr wenig, was uns voneinander unterscheiden würde. Und die reichhaltige Varianz unserer Leben würde einer sterilen Orthodoxie weichen. Diese Barrieren können niemals wirklich abgerissen werden, versteht sich. Nicht so lange, wie es noch Freiheit gibt in der Welt. Aber sie können überwunden werden. Und in der Tat, genau das tun wir, indem wir hier zusammengekommen sind für diese große Unternehmung, um Seite an Seite zu kämpfen bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Heimat.
Vor mir steht die Abenteurerin Eris O'Hara. Ihr alle kennt sie als diejenige Frau, die die Einheit leiten wird, die beauftragt wurde mit der Zerstörung von Ultima Weapon. Wir Scions jedoch kennen eine andere Eris. Wir kennen sie als eine liebe Freundin, die unzählige Härten durchlebt hat in unserem Namen. Eine wahre Heldin, die immer und jederzeit einen Pfad geebnet hat für uns, auf dem wir ihr folgen konnten. Und warum sage ich euch dies? Ich sage euch das, Freunde, da es an der Zeit ist, dass wir zur Abwechslung mal ihr einen Pfad ebnen. Unser Ziel besteht darin, so viel Chaos und Verwüstung wie möglich zu verursachen, außerhalb der Mauern von Meridianum, um Eris und ihren Kameraden genug Zeit zu verschaffen, die sie benötigen werden, um den Magitek-Feldgenerator im Inneren auszuschalten. Wenn wir auf diese Art und Weise einen Pfad geebnet haben, dann können wir endlich unsere Gedanken dem wahren Ziel dieser Operation zuwenden. Der Zerstörung von Ultima Weapon. Alle Truppen, bereitet euch auf die Schlacht vor! Ich fürchte, ich werde dich diesmal nicht begleiten können. Die wenig beneidenswerte Aufgabe, Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Streitkräften herzustellen, wurde den Ironworks anvertraut, musst du wissen. Wisse jedoch, dass ich für deine sichere Rückkehr beten werde. Alles klar, Clarusid. Bitte stell sicher, dass du wieder zu uns zurückkommst, meine Freundin. Möge der Kristall dich segnen und dich beschützen. Wir werden es nicht länger zulassen, dass der schwarze Wolf in unseren Landen umherstreift. Lasst uns den Jägern beibringen, was es bedeutet, gejagt zu werden. Vorwärts, Kameraden! Für Eorzea! Für Eorzea! Nun geh, Eris, und bring uns einen Schritt näher heran an die Morgendämmerung. Castrum Meridianum. Yes! Das wird de facto sowas wie ein Heimspiel werden. Ich bin mal gespannt. Reden wir nochmal mit den dreien hier, wenn sie schon so schön hier stehen. Okay, Affenhut wiederholt sich. Ja, okay. Alles klar. Das haben wir gerade schon in der Cutscene gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob gegebenenfalls... wie ging das? Duty Finder. Nee, Duty Support. Ich will mal gucken, ob es dafür vielleicht sogar schon Duty Support gibt. Castrum Meridianum, da schau her. Mega. Machen wir gleich, aber ich glaube... machen wir das als Ninja oder machen wir das als Tank? Ich glaube, ich werde mal auf Tank umswitchen. Kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber das ist ja nicht schlimm. Vermutlich, dass ich da ein bisschen besser sehen, wie ja, die einzelnen Encounter, sage ich mal, funktionieren bei der ganzen Nummer. Und ich kann so ein bisschen die Geschwindigkeit bestimmen. Und mich komplett zum Löffel machen. So, dann ziehen wir uns mal schnell um. Kurzer Check. Hier sind wir mal noch auf Stand, das ist schön. Huch. Oh, richtig. Nice. Item Level 560. Sweet. Alter Falter. Was? 115 Decks? Okay. Achso, vielleicht wird es dann angepasst oder so? Keine Ahnung. Das erscheint mir doch schon ziemlich krass. Anywho, dürfen wir nicht vergessen bei unserem Paladin-Outfit. Okay, Paladin. Na hä? Greif ich das jetzt gerade nicht schon mal? Sword, please. Ach so, ja, Nun. Ärgerlich. Scheiße. Gib mir nochmal 2 Sekunden. Ich sortiere mal ein bisschen was aus der Armory Chest raus. Dann können wir tatsächlich mal die Paladin-Kiste, die wir damals bei der Jobquest erhalten haben, öffnen. Weil, ja, der Reststuff, den wir gekriegt haben, der ist einfach ein bisschen niedriger levelig als das, was wir jetzt haben.
Okay. Be right back. Der Weller-Armor-Koffer. So. Öffnen wir das Gerät mal. Brumm. So, und jetzt sollten wir eigentlich das voll geupdatete Paladin-Set am Start haben. Wir gucken mal. Ich verklicke mich. So. Character. Yes. Ah, siehst du. Showing, so nämlich. I want this. Give me this. Dankeschön. Und. Ah ja. Isimas Earrings hat er automatisch auch gleich ausgewählt. Das ist schön. So. Jetzt wird's eine Party. Schätze ich mal. Haben wir vielleicht noch einen Waffenkoffer? Wo vielleicht noch ein bisschen was Krasseres drinstecken würde? Nicht, dass es jetzt einen großen Unterschied machen würde, aber. Level 49. Können wir mal Spaß dabei einen aufmachen? Yep. Cobalt Bladed Lantern. Aha. Cobalt Stuff. Nee. Okay, alles klar. Sehr gut. Dit war dit. Haben wir den Rucksack noch optimiert. Und dann können wir jetzt zur Duty übergehen. Duty Support, please. Reward. 100 Poetics. Nice. Das dürfte, glaube ich, das erste Mal sein. Ja. Hier. Dieses rötliche Symbol bei der 100er zeigt an, das sind die sogenannten Poetics. Bei höherleveligeren Dungeons und bei... vor allen Dingen, das wird es dann interessant, wenn man so die Daily Dungeons und so weiter macht. Also das Duty Roulette aktiv benutzt. Da kriegt man diese Poetics. Und diese Poetics kann man dann bei bestimmten Händlern, genauer gesagt bei den Angestellten von Rowena, werden wir sicherlich über kurz oder lang auch nochmal drüber stolpern, über die Dame, quasi eintauschen gegen krasses Equipment. Wenn man dann schon auf dem Stand des jeweils aktuellsten Add-ons ist, gibt es dann noch andere von diesen komischen Wertmarken, wenn man so möchte, die man dann ebenfalls benutzen kann, irgendwie krasse Gegenstände oder besonders cooles Buff-Essen oder was weiß ich was irgendwie zu bekommen. Bis wir dann bei Endwalker, beziehungsweise seien wir realistisch, wahrscheinlich bei Dawntrail oder sogar noch später angekommen sind, ist es so, die Macher haben bei Final Fantasy XIV, um quasi die Übergänge zwischen den Add-ons zu erleichtern, immer Catch-Up-Gear eingeführt. Das heißt, wenn man ein Add-on mehr oder minder beendet hat, dann kann man sich halt Zeug kaufen, was nicht ganz so krass ist wie das krasseste, was man aus den schwersten Raids im ursprünglichen Spiel, also bis dahin sozusagen, bekommen konnte. Aber doch wesentlich stärker als alles, was man beispielsweise in der Main-Story-Quest hinterhergeschmissen wird. Und sieht auch ziemlich cool aus. So, dass man möglichst schnell auf einen guten Stand kommt, um dann ins nächste Add-on rüberzugehen. Das ist also quasi Nachsitz-Gear oder Aufholausrüstung, wenn man so möchte. Ich find's cool, dass sie schon mal 100 hier für einen Duty-Support springen lassen. Ah, natürlich auch nicht schlecht. Gut, Freunde, wir registrieren uns. Wir haben Taumaturgen dabei, Lanzenkämpfer, und einen Conjurer. Bam! Würde ich sagen, geht's ab, die Luzi. Eine leichte Party. Ah, da haben wir das Magitech-Feld von Castrum Meridianum. Alright. Hauen wir erstmal noch schnell einen Schluck Mineralwasser rein. Das ist Mineralwasser. Joink. Hier ist Sid. Nochmal zur Erinnerung. Unser Ziel besteht darin, das Magitech-Feld auszuschalten. Wenn es euch möglich wäre, eine Ablenkung zu schaffen, also sagen wir mal, so viel Chaos und Zerstörung zu säen wie möglich, dann kann ich mich auf die Suche nach dem Feldgenerator begeben. Ha. Interessant. Gerade in der Cutscene hat er noch gesagt, er ist nicht dabei. Oh shit! Warte mal. Ah ja, hier ist es. Müssen wir Tankstance anmachen.
So, wir zoomen hier mal ein bisschen raus. Mal gucken, ob wir gierig sein können. Kommt mal mit, Freunde. Kann sein, dass ich jetzt böse auf den Sack kriege. Ist denkbar. Ja, von den inzwischen drei Endgame-Dungeons ist Castle Meridianum definitiv noch das entspannteste. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon mal anerwähnt. Früher war das hier mal ein bisschen was anderes. War nämlich dann schon ein 8-Mann-Raid und der war auch ein bisschen länger, wenn ich mir recht entsinne. Also Bael hat das noch in der ursprünglichen Variante durchgerockt. Dadurch, dass das ein verpflichtender Dungeon ist, den man, wenn man die Hauptstory einfach von Final Fantasy 14 plus Add-ons durchspielen will, immer machen muss, aber halt relativ niedriglevelig daherkommt, haben sich dann letztendlich dazu entschieden, das ein bisschen zu entschlacken. Das hat unter anderem natürlich auch mit dem Management von Warteschlangen und so weiter zu tun, ne? Weil wenn das hier ein 8-Mann-Dungeon ist, dann muss man auch immer erstmal 8 Leute zusammengekratzt bekommen. Duty Support gab es damals dafür noch nicht. Na, kommt mal mit hier, Freunde. An 3 Leuten rumschnetzeln, das muss ja noch nie sein. Ja, ich habe das Gefühl, eventuell ist die Ansage, die Sid in der Cutscene getroffen hat, wo er meint, ja, ich kann ja leider nicht mitkommen und aufgrundig ist er jetzt plötzlich doch dabei, ist vielleicht das Resultat einer dieser Änderungen, die sie dann im Laufe der Zeit mit hinzugefügt haben. Anyway, das hier ist sozusagen noch der kürzeste und auch einfachste. Wobei kürzeste stimmt nicht ganz. Früher waren diese 3 Dungeons, die wir jetzt noch zu erledigen haben, waren tatsächlich nur 2. Einmal dieser hier. Allerdings, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der mal länger war. Glaube ich zumindest deutlich daran erinnern zu können. Und das, was danach kommt, wurde dann jetzt inzwischen in 2 Teile aufgespaltet. Und zwar zu Recht. Weil es sich dabei um den letzten Story-Dungeon quasi handelt. Gibt es natürlich sehr, sehr viele Cutscenes, sehr viel Entwicklung. Und man hat einfach wirklich immer Ewigkeiten gebraucht. Und naja, ist halt ein bisschen schwierig in einem Spiel, was sonst ja eher wirklich Wert darauf legt, kurze, knackige Dungeon-Erfahrungen zu bieten. Ja, wenn man dann einfach mit einer Gruppe von, muss man bedenken, anderen Menschen. Ne, da kann man nicht einfach Pause machen oder so. Der erste Boss, The Black Eft. Ein Reaper. Na, kommt mal ran, ja, Freunde. Ja, da kann man hier natürlich nicht einfach Pause machen oder so. Und wenn man dann 2 Stunden in so einem Dungeon unterwegs ist, na, will man nicht, wenn man nicht muss. Ne? Die zentrale Weggabelung ist überrannt. Fordern sofortige Verstärkung an. Oha. Kolossal. Gehen wir mal ran hier, Freunde. Ja, The Black Eft. Straightforward, ihr seht. Prinzipiell eine Tank-and-Spank-Geschichte. Wir müssen uns hier vermöbeln lassen. Unsere Freunde geben ihm aus sicherer Distanz Saures. Bisschen tricky ist hier dieser Laserstrahl, den er jetzt gerade macht. Da haben wir, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal ist, aber keine Bodenmarkierung. Muss man also ein bisschen gucken, wo er gerade hinzielt. Wie kann das sein? Verstärkung! Wir brauchen mehr Verstärkung! Ihr könnt nach Verstärkung rufen, bis Jan Böhmermann wieder clever wird. Das bringt euch nichts. Du liebes Lieschen, ey. Es ist ziemlich brutal, wie wenig Schaden unsere Freunde machen. Aber ey, egal. Soll nur geduldig sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Gut, und ich könnte mal aufhören, hier weiter Brain AFK den Gruppenangriff zu spammen. Bei nur einem Gegner ist direkter Angriff natürlich wesentlich sinnvoller. Alter, guckt euch das mal an. Unser Taumaturge hat gerade Limit Break benutzt. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, das hatte ich damals, als wir in die Stone Vigil sind, hatte ich das mal angekündigt und dann nie gemacht. Ja, so sieht es aus. Je nachdem, welcher Charakter aus der Gruppe
bei vollem Limit-Break-Balken, die sind aktiviert, geschehen halt verschiedene Dinge. Würde ich das aktivieren, dann würde die gesamte Gruppe einen Schadensschutz kriegen. Wenn die Heiler das machen, würde die gesamte Gruppe geheilt werden. Wuhu! Level up! Aris, wie läuft's bei euch? Ihr seid in eine Sackgasse geraten, sagst du? Ich glaube, ich weiß, wo ihr seid. Da gibt's so einen Müllschluckerschacht in der Nähe. Findet das Ding, springt rein und ihr werdet in einem anderen Sektor wieder rauskommen. Und dem ist tatsächlich so. Alright. Aris, Angriffsflugzeuge sind in der Nähe. Passt auf reinkommenden Beschuss auf. Okidoki, machen wir. Ah, da sehen wir es schon ein bisschen komplizierter. Wir müssen jetzt konstant den Granaten ausweichen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn mit den Limit Breaks. Wenn ein Nahkämpfer diesen auslöst, dann macht er einfach brutalen Einzelzielschaden. Und wenn es ein Fernkämpfer macht, so wie unser Traumatorg gerade, dann gibt es recht ordentlichen Bereichsschaden, also Area of Effect. Da hatten wir ja beim Black Eft gesehen, ne? Da war dann dieser blaue Kreis und dann ging das ab. Für das Imperium! Richtig, du bist für das Imperium gestorben. War, glaube ich, hinten raus nicht so schlau, ne? Grüß euch, Freunde! Ey! Sag mal, ich bin der festen Überzeugung, Aris hatte doch mal einen Schuldwurf, oder? Wo ist der eigentlich gelandet? Ah ja, okay. Remember now. Ah, noch mehr Viecher. Drei blöde Klauen hier. Komm. Komm mal mit jetzt. Mitkommen, habe ich gesagt. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Gerade im Vergleich zu unseren Abenteuern damals beispielsweise. Naja, in Sastasha sowieso, aber dann auch in der Copperbell Mine und so. Da haben wir ja auch ein paar Mal getankt. Es ist tatsächlich so, dass am Anfang bei Final Fantasy XIV, dadurch, dass sie die erhaltbaren Fähigkeiten ja irgendwie über das gesamte Spiel inklusive der Add-ons strecken müssen, hat man am Anfang tatsächlich nicht allzu viel zu tun. Also, allein schon die Tatsache, dass wir jetzt nicht nur einen AOE-Angriff in Form von Brrrr haben, sondern auch noch den hier, macht es schon ein Müh abwechslungsreicher. Und generell, es gibt auch mehr Fertigkeiten, mehr Sachen, die wir mal eben zwischenschalten können. Sodass dieses doch arg simple System von, okay, ich habe drei Knöpfe und die drücke ich, bis rot umrandetes Viechel tot ist. Das wird dann noch aufgelockert und das wird noch viel, viel mehr werden. Und da haben wir auch schon unseren zweiten Boss. Die Vanguard F1. Grüezi. Plonk. Auch hier haben wir erstmal noch ein relativ reguläres Tank and Spank. Ab und zu schmeißt er mit Unfug. Ich weiß nicht, ob wir diese Markierung schon hatten. Das bedeutet, dort wird gleich was einschlagen. Und wir sollten so weit wie möglich davon weg. Deshalb diese nach außen wandernden Kreise. Ja. Wir sehen, hier ist jetzt schon ein bisschen Movement vonnöten. Relativ selbsterklärend. Wir wollen wiederum nicht in der orangenen Danger Zone stehen. Diese Markierung sagt an, Achtung, niemand sollte in meiner Nähe sein. Weil der Angriff ziemlich große Schaden verursacht. Und jeder, der in meiner Nähe steht, würde diesen mit abkriegen. Zack, jetzt sehen wir wieder, wir wollen dahin, wo die Kreise lila werden. Vielleicht sieht man an diesen Bossen schon so ein bisschen,
wo potenziell der Reiz später auch des Dungeon-Machens ist. Weil es wird nicht weniger werden in Final Fantasy XIV, dass Dungeons eigentlich immer eine ziemlich schnurgerade Angelegenheit sind. Einige wenige normale Gegnerwellen und dann kommt schon der nächste Boss. Also, die Dungeons stehen und fallen natürlich auch mit der Optik und mit dem Thema, vielleicht auch mit der Musik, aber vor allen Dingen mit den Bossen. Und, Bosse in Final Fantasy XIV sind ja am Anfang alle nur Tank and Spank. Zwischenzeitlich werden sie dann so, wie wir es hier schon sehen, es ist fast so ein bisschen wie ein Tanz, ne? Wir müssen uns immer vernünftig bewegen. Bewegung und Stellungsspiel macht in Final Fantasy XIV einen wesentlich größeren Unterschied und spielt eine größere Rolle als beispielsweise so in World of Warcraft. Da geht es ja tatsächlich wesentlich mehr um die Rotation. Die ist hier auch wichtig. Und natürlich gibt es in World of Warcraft auch, oh, hier ist jetzt irgendwie eine Gefahrenzone oder hier muss ich jetzt irgendwie als Tank den Boss da und dahin ziehen. Oh. Ich habe die Kontrollen für das Sicherheitssystem entdeckt. Gib mir einen Moment, während ich die Barrieren ausschalte. Ah, und es freut mich ebenfalls verkünden zu können, dass ich eine Rüstung gefunden habe. Kämpft euch weiter voran. Ich treffe euch dann weiter vorne. Okay. Cid hat ein Level abgekriegt. Ja, und gerade dieser Tanz. Ne, man muss sich halt gut bewegen, sonst kriegt man irgendwie Schellen ab oder sowas. Das ist das, was wirklich einen Riesenreiz draus macht. Und wenn man sich anguckt, was sie teilweise später mit ganz gewöhnlichen Dungeon-Bossen, also nicht mal irgendwelche großen Duties oder sonst irgendwie fancy Raid-Bosse gemacht haben mit interessanten Mechaniken etc. Das wird noch richtig, richtig cool. Da habe ich richtig Lust drauf. Und alle Leute, die ich kenne, die so weit gekommen sind, Hallöchen, Kolossus. Also sagen wir mal so, ich kenne diverseste Leute, die Final Fantasy XIV eine Chance gegeben haben. Obwohl sie eigentlich nie verstanden haben, was denn so der Reiz an so MMO-Kram sein soll. Und ja, wenn man mal so ein, zwei Raids beispielsweise mitgemacht hat, aber auch ein, zwei coole Dungeons. Es gab viele, die es danach mehr verstanden haben, sagen wir es mal so. Und Thema mehr verstanden? Also ich muss gestehen, jetzt inzwischen, so langsam, obwohl meine Hotbars hier für das Gamepad immer noch überhaupt nicht optimiert sind, aber das Game mit dem Gamepad zu zocken macht überraschend viel Spaß. Hat tatsächlich so ein bisschen was vom Fighting Game, ne? Wenn wir hier unsere Kombos eingeben, ab und zu mal rüber wechseln, zack, zack, werde das alles nochmal ein bisschen optimieren, weil Skills ein bisschen logischer beisammen sind. Und ansonsten ist es wahrscheinlich auch einfach eine Frage der Gewöhnung. Muskelgedächtnis und so. Aber macht Spaß. Noch ein Shot, hä? Glücklicherweise habe ich die richtige Ausrüstung für den Job. Bleibt mal ein Stück zurück. Boomer. Kommt schon. Der Feldgenerator sollte direkt da vorne sein. Da ist er. Beschäftigt die Gegner doch bitte, während ich mich darum kümmere, dass das Ding verschrottet wird. Okidoki, Herzoglein. Leute beschäftigen können wir. Als ausgebildete und zertifizierte Paladinen. Ah, da drüben ist der Feldgenerator, ne? Cid lässt die Wummen sprechen. Wie es sich geziemt. Wir müssen bloß aufpassen. Ich ziehe die mal hier rüber. Ich glaube, da könnte noch Verstärkung kommen. Für Lord Gaius! Ja, für Lord Gaius kriegst du jetzt auf den Sack, ne? Verdammt, Verstärkung! Kümmert euch doch bitte um sie. Wärt ihr so nett? Na klar. Kommen sie mal ran hier, die Herren. Bäh. Muss mir angewöhnen, auch beim Duty Support mal meine Support Buffs hier zu benutzen. Unter anderem das, was ihr auf unserer Hotbar da ganz links seht, was jetzt gerade großteilig ausgegraut ist und da so ein Timer runter tickt.
Damit machen wir einfach 20 Sekunden 10% mehr Schaden. Das ist nicht Fille, aber ist auch nicht nichts, ne? Und der Timer geht halt auch so schnell runter. Macht eigentlich keinen Sinn, den die ganze Zeit auf Halde zu halten. Kann man den auch mal nutzen. Boomer. Leite alle Energie in die Kanonen. Da hat er Spaß bei. Und dit war dit. Guck mal, Livia, wir haben auch eine schöne weiße Rüstung. Mein Lord war ja ganz besessen von dir und der Macht, die du besitzt. Das Echo. Selbstredend konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, wer denn diese Prinzessin unter den Frauen wohl sein mag. Nur um dann feststellen zu müssen, dass du nur eine weitere Abenteurerin bist. Kein Stückchen besser als der ganze traurige Rest. Und trotzdem glauben die Massen, dass du ihr Champion bist und schütten eimerweise Ehrerbietung über deinem Kopf aus. Es widerspricht wirklich jeder Vernunft. Wie kann es nur sein, dass ausgerechnet du uns so ein Dorn im Auge sein kannst? Wo auch immer du auftauchst, hinterlässt du Zerstörung. Du hast sogar Ritatin erschlagen, einen unserer allerbesten. Nun, ich möchte nicht spekulieren. Und um die Wahrheit zu sagen, es könnte mir eigentlich nicht egaler sein, wie du diese Dinge erreicht hast. Was für mich zählt, ist der Umstand, dass du sie erreicht hast. Wenn man dir erlaubt, weiterzumachen, dann wirst du mich letztendlich allem berauben, für das ich so lange so hart gekämpft habe. All dessen, was rechtmäßig mir gehört. Meine Schergen, meine Kameraden, sogar mein Lord Gaius. Nun, du kannst ihn nicht haben. Seine Träume und Ambitionen, sein Körper und seine Seele, sie gehören mir. Verstehst du mich? Das alles gehört mir. Ich habe schon einmal alles verloren. Ich werde nicht erlauben, dass das noch einmal passiert. Ich werde dich töten, Abenteurerin. Nur dein Tod kann mir Frieden bringen. Das werden wir sehen. Und deinen doofen Gaius kannst du eigentlich auch behalten. Braucht keiner. Kann weg. Du wirst mir nicht noch mehr wegnehmen. Den Schmerz, den ich erlitten habe, den werde ich dir hundertfach zufügen. Same here, Livia. Ja, Livia Sasyunos. Endlich haben wir die Gelegenheit, uns bei unserer Tribunus zu revanchieren. No, I'm not. Und wieder sehen wir hier dieses Tanzding, ne? Bam. Ha, du bist ganz schön zäh. Das lasse ich dir. Aber ich werde dich schon früh genug brechen. Thermobarer Schlag, ne? Wir sehen jetzt, wie die ganzen etablierten Mechaniken Stück für Stück immer neu kombiniert werden miteinander. Und damit halt irgendwie ein gänzlich anderes Spielgefühl oder ja, To-Do für uns ergeben. Nächste Thermobarer Schlag. Ah, nee, fuck. Hier drüben ist viel schlauer.
Hier müssen wir uns jetzt merken, ne? Okay, was war als erstes da, damit wir noch rechtzeitig aus den späteren Sachen rauslaufen können? Noch angewöhnen, hier mal das Sheltron schon aktiv zu nutzen. Wenn man dann doch irgendwann mal mit menschlichen Spielern spielt, müssen wir es dem Heiler ja nicht schwerer machen als nötig. Okay. Hier müssen wir wieder schnell erkennen, wo wir am besten hingehen. Dieser Kampf war früher, als das noch eine 8-Mann-Instanz war, auch gänzlich anders. Da war doch vorgeschaltet. Du wirst mich nicht bezwingen. Das wirst du nicht. Stirb verdammt nochmal. Don't want to. Liebe Grüße von Noraxia und den Sylphs, du Zibbe. Bam. Nein, es passiert schon wieder. Bitte, ich kann das nicht ertragen. Nehmt ihn mir nicht weg. Mein Lord Gaius. Eine weitere arme Närrin, die sich nach nichts mehr gesehnt hat als nach Gaius Zuneigung. Möge ihre Seele Ruhe finden. Es ist wirklich ein Wunder, dass du nicht zu Schaden gekommen bist, Freundin. Ein Wunder, für das ich mehr als dankbar bin. Und dank deiner hervorragenden Ablenkungsarbeit waren wir erfolgreich dabei, den Generator-Tower zu Fall zu bringen und damit auch das Magitech-Feld. Der Weg hinein ins Praetorium steht uns nun offen. Das einzige Problem ist, wir können das Ding nicht zu Fuß erreichen. Nein, wir werden wohl die Enterprise nehmen müssen. Ich habe sie bei der Ceruleum Processing Plant gelassen, also lass uns doch dort wieder sammeln. Das ist es, Aris. Die finale Konfrontation wartet. Ja, da ist es. Danke, Leute. Guten Job gemacht. Sehr, sehr gut. Alright. Und dabei noch 100 alaganische Büchersteine der Poesie gesammelt. Also genau diese Dinge, über die ich vorhin geredet habe. Ja, das war erfolgreich, möchte ich mal meinen. Ich denke mal, ich werde jetzt an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause machen oder genauer gesagt diese Folge hier beenden. Kann sein, dass die wieder ein bisschen kürzer ist, aber wenn wir jetzt in die nächste Runde gehen, das wird eine Weile dauern. Ich schätze mal dass unsere nächste Folge, die vermutlich die letzte des Hauptspiels sein wird. Die wird ohnehin wahrscheinlich ein bisschen XXL-Format kriegen. Da müssen wir dann mit leben, aber es lässt sich nicht gut in der Mitte splitten. Also machen wir das auch nicht. Außerdem werde ich jetzt gleich nochmal eine Cutscene nachvertonen müssen, nachsynchronisieren. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Bei dem Begrüßungsgespräch vor dem letzten Bosskampf gerade eben, war ich nicht derjenige, der die Textboxen weitergeklickt hat. Ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie es eventuell rauspatchen, beziehungsweise so patchen, dass wenn man mit dem Duty-Support drin ist, dass dieses automatische Text weitermachen eventuell rauskommt. Ist es aber nicht. Ist für mich gut zu wissen. Das wird nämlich in der nächsten Folge dann auch nochmal ein Thema werden. Vielleicht ganz kurz da zum Hintergrund. Hier nochmal ein kleiner Rant, aber es ist einfach zu spannend und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel Zeit ich beim nächsten Mal habe, wenn wir dann durch den nächsten Dungeon ballern, das so auszuführen. Ich hatte doch berichtet, dass diese Dungeons hier verkürzt wurden, eingedampft etc. Ne, leichter zugänglich gemacht. Und ich glaube, ich hatte in einer wesentlich früheren Folge auch schon mal erwähnt, dass, es müsste ziemlich genau in der Folge mit Zastasha gewesen sein, dass sie dieses ganze Duty-Roulette-Ding unter anderem eingeführt haben, um sicherzustellen, dass immer genug
tapfere Kameradinnen und Kameraden für Leute da sind, die einen bestimmten Dungeon machen wollen oder auch machen müssen. Ja? Das bedeutet also, sie haben versucht, ein Anreizsystem zu schaffen, unter anderem über diese Tombstones, von denen wir jetzt 100 bekommen haben, damit Leute, die eigentlich schon viel, viel höher sind, vielleicht schon 3, 4 Add-ons weiter, dann trotzdem sich noch dazu herablassen, auch mal zu sagen, ach naja, komm, machen wir nochmal einen Run auf Castrum Meridiano. Das Problem dabei ist jetzt, dass die meisten Leute, die Dailies machen, diesen Dungeon ja schon sehr, sehr häufig gesehen haben und eigentlich auch nur schnell ihre Daily abholen wollen. Was passiert also? Gruppe gurkt los und während die Leute, die zum ersten Mal da sind, sich vielleicht noch die Cutscenes angucken, schauen wollen, liegt bereits der halbe Dungeon in Schutt und Asche, weil, logisch, die anderen wollen ja fertig werden. Ne? Die wollen ja nicht ewig da in dieser Daily rumgurken. So, das heißt also, man hatte zwar technisch gesehen die Chance, einen Dungeon mal zu sehen als Neuanfänger, aber auch nicht wirklich, weil, wie gesagt, die Hälfte schon fertig war. Und bei diesen letzten Dungeons war das ganz besonders heftig, weil zwischendrin, hier hatten wir jetzt eigentlich nur am Ende diese eine Cutscene. Also wir hatten zwei, die ganz am Ende, aber die ich meine, ne? Ganz am Ende kannst du das ja machen, weil wenn der Dungeon fertig ist, dann können alle anderen, die Dailies gemacht haben, ja schon raus. Und man selbst kann dann in Ruhe die letzte Cutscene angucken, ne? Gibt es aber Cutscenes davor, wie beispielsweise unser Erstgespräch hier mit Liviasas Junius, dann ist das natürlich schwierig, weil wenn Liviasas Junius de facto schon tot ist, wenn du aus der Cutscene rauskommst, Und jetzt hätte man ja überlegen können, naja, okay, zu Beginn eines Dungeons ist es ja immer so, das haben wir gerade eben auch gesehen, dass quasi die gesamte Gruppe in so einem Kreis drin ist. Ne? Dass erst, wenn alle bereit und alle aus der Cutscene raus sind, dann quasi die Party losgeht. Wenn du das die ganze Zeit machst, kriegen die Neulinge wahrscheinlich eine Menge Hate ab. Willst du nicht. Also Final Fantasy XIV hat sich ja unheimlich viel Mühe gegeben, an ganz vielen Ecken zu bedenken, okay, wie ist einfach die Psychologie von Spielern und was sind jetzt so Fallstricke, die wir vielleicht vermeiden wollen? Wo man sich eventuell aus Versehen irgendwie negative Konsequenzen eintritt, die man nicht will. Naja, und am Ende des Tages haben sie dann also gesagt, es bringt offensichtlich nichts, sich auf die Etikette zu verlassen, dass man sagt, hey Leute, wenn ihr mit einem Sprout, der offenkundig das erste Mal in diesem Dungeon ist, und das kriegt man ja auch angezeigt, hatten wir vorhin auch angezeigt bekommen, ne? Dann gebt ihm doch die Gelegenheit, das Ganze auch zu genießen und rockt es nicht einfach nur durch. Das ist übrigens auch noch so eine Kiste, ne? Um dieses Ding, okay, ich habe einen Sprout dabei, noch ein bisschen zu versüßen, gibt's immer einen Bonus, wenn irgendjemand aus der Gruppe das erste Mal in dem Dungeon drin ist. Einfach so, mit so einfachen Incentives drehst du es dann halt um zu, oh, Neuanfänger hoffentlich, verkackt das nicht und oh, der hat doch bestimmt seine Rotation noch nicht richtig drauf und hat keinen Schaden zu, hey, cool, Neuanfänger. Und ich profitiere sogar noch davon, weil für dieselbe Zeit, die ich laufe, ne, kriege ich sogar noch ein bisschen mehr. Sweet, ne? So eine Sache sich halt zu durchdenken. Wenn man hingegen die Leute zwingen würde, beispielsweise bei jeder Cutscene da so zu stehen, bis alle mit der Cutscene fertig sind, und gleichzeitig, da kommt ja gleich wieder der nächste Aspekt mit rein, ne? Es kann natürlich auch Neulinge geben, die dann vielleicht ein bisschen trollen oder sich denken, vielleicht nicht mal trollen, aber, ach, hier ist gerade eine Cutscene, ich kann den Text ja selber weitermachen, boah, ich gehe jetzt erstmal eine rauchen oder, boah, ich telefoniere jetzt erstmal eine Runde und der Rest steht halt rum. Kannst du auch nicht bringen. Also wozu haben sie sich letztendlich entschieden? Sie haben sich dazu entschieden, halt zu sagen, okay, in solchen Situationen, wo es zu derartigen Konflikten kommen könnte, und nur in diesen, geben wir halt eine feste... Tada! Wow, ein kleiner Zauberlalafell. Der im Boden verschwindet. What? Huh. Not exactly what I expected. Huh. Anywho. Ja, genau in solchen Situationen geben wir einfach das Tempo, in dem die Cutscenes ablaufen, vor. Da muss dann jeder mit leben. Es ist aber bekannt, weißt du, hate the game, not the players, war eigentlich die Idee dahinter. Es gibt ja für diese drei Final Fantasy 14 A Realm Reborn End Dungeons, also Castrum Meridianum, die nächste und noch etwas, was danach kommt, eine Duty, um genau zu sein, gibt es eine eigene Duty Roulette Kategorie. Weil es bis zum Hinzufügen eines Duty Supports halt so wichtig war, dass dafür genug Leute da sind. Ne? Stellt euch das mal vor, du kommst ja in der Hauptstory nicht weiter, wenn du nicht eine Gruppe dafür findest. So, dann ist das Spiel halt effektiv sonst für dich beendet. So nach dem Motto. Willst du nicht. Und dementsprechend gerade diese Duty Roulette Kategorie mit diesen drei Endgame Dungeons waren auch immer die lukrativsten. Du warst dann aber auch immer mindestens 25 Minuten, wie gesagt, Castrum Meridianum, mit Abstand das kürzeste, die anderen wären länger, warst halt unterwegs und musstest dir halt alle Cutscenes angucken. Das heißt also, wenn die Bösewichte große Reden schwingen, dann hast du das, wenn du so 3-4 Monate am Stück Final Fantasy XIV spielst,
nicht nur einmal gehört, sondern knappe 30 Mal. Alter Falter, das macht mich jetzt nervös. Wer bist du? Xi Kiva. Du bist ein... Nimmst... Kannst du mal aus dem Boden rauskommen? Wie so eine Rübe. Dich pflücken. Ausgraben wie so ein Spargel. Das macht mich hier alles nervös. So, ich gehe jetzt in die Ecke. Ich fühle mich verfolgt. Merkwürdige Lalafell wachsen aus dem Boden. Ja. So, Ende vom Lied halt, dadurch, dass ich jetzt in dieser einen Cutscene eine feste Geschwindigkeit vorgegeben hatte, werde ich mich jetzt nochmal hinsetzen müssen und das quasi nochmal ein bisschen nachsynchronisieren. Das ist aber auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Hatte ich tatsächlich bei dem Titanfight auch schon mal gemacht. Weil ich es damals noch nicht so die richtige Balance gefunden hatte von wie schnell klicke ich weiter, wenn ich mich dann doch mal härter verhaspel beim Übersetzen. Ne? Genau, und deshalb machen wir jetzt hier eine Pause und haben dann beim nächsten Mal die große XXL-Finalfolge von Final Fantasy XIV A Realm Reborn am Start. Das Spiel selbst geht natürlich noch weiter, aber eins nach dem anderen. Erstmal kommt jetzt der Sturm auf Gaius von Berthas Allerheiligstes. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn.